Wir stehen hier vor der großen Freiheit und da spielt heute erstmal Ferryboat Bill, zwei Brüder Klaus und Bernd aus dem Ruhrpott und die Legendary Pink Dots. Kennt ihr vielleicht eine Mischung aus Pink Floyd und Klassik, aus Bert Brecht und Pomprock, all das ist drin. Und wir werden uns mit Case Bell Edwards, dem Vordenker von den Legendary Pink Dots, hier gleich unterhalten und treffen. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Ich habe gehört, dass er irgendwie auch Gedichte im Programm jetzt hat. Ja, mal sehen, was da drin ist. Naja, könnt ihr das tragen? Kommst du mal mit? Gleich sind wir da. Na gut, hier geht's rein. Waren sie noch zu sechst, jetzt sind sie zusammengeschrumpft auf ein Trio auf der Bühne. Die Rede ist von den Legendary Pink Dots, hier zu Gast. Hi. Hello there. Hello there. What's wrong with your voice, Edward? Well, it's a touch of the Swedish flu. Like my throat feels like I've swallowed the River Rhine in its entirety. Oh gosh, Igitt. Er fühlt sich ein bisschen schwach, er hat einen Anfall von Grippe. Why has the setup of the band changed? It was basically after the last tour, three members left rather suddenly, basically because they wanted to settle down in their own personal lives. Then a fourth member, our violinist, left shortly after the recording of the album for the same reason. And it was a time when
you know, either the band would disintegrate completely, or we would sort of like rethink, remodel, put things back together again. Mm-hmm. And we chose the second option. Mm-hmm. We invited Niels into the band, who's an old friend of ours, right, to play saxophones, mm-hmm, and try a slightly different direction. Mm-hmm. And now we're building again. We've recorded an awful lot, and tonight is our 13th show with the lineup. God, and he's thinking right now. Heute ist der 13. Auftritt von der Band. Das Lineup musste geändert werden, nachdem drei Leute urplötzlich die Band verlassen haben. Es gab die Versionen entweder aufgeben oder das Ganze neu zu überdenken. Ja, und dann hat man das neu überdacht. Niels ist dazu gekommen als Saxophonist. You played. Mit dir kann ich Deutsch reden, oder? Ja. Ein bisschen. Geht ein bisschen. Du spielst Saxophon seit wann? Ja, seit 20 Jahren. Mhm. Du hast vorher, so kommst du aus der klassischen Ecke, du hast Stockhausen gespielt, du hast beim Boulevard of Dreams gespielt. Ja, ich habe Rhythm and Blues gespielt, ich habe elektronische Musik gemacht und Stockhausen Musik gemacht in Antwerpen mit einer Gruppe. Und letztes Jahr habe ich für die Boulevard of Broken Dreams in Holland gearbeitet und auch in Hamburg hier. Mhm. Wie bist du zu der Band gekommen? Die Schallplatteaufnahmen waren auf meinem Farm letzte 2 Jahren. Mhm. Und ich kenne Hans, der Techniker, kenne ich seit 20 Jahren ungefähr. Mhm. Und so ist es dazu gekommen. Ja, ja. What about the change of the the concept of the band? Oh, there is no change in the overall concept of the band. I mean, the ideas behind the Pink Dots are as sound and as formulated as it ever was from our very first rehearsal in a small squatted house 8 years ago, which is basically the idea of the Terminal Kaleidoscope presenting a soundtrack for what we call the Terminal Kaleidoscope, which rather takes the premise that the planet is rapidly heading towards cataclysm, overload, rather like a drowning man watches his life flash before his eyes. So this is happening to the planet. And that's what you express with your music? We try to. We provide the soundtrack for this, like a bombardment of images, both lyrically and musically. Unser Planet, sagt Edward, geht rapide dem Ende entgegen. Und das, was die Legendary Pink Dots machen, ist generell den Soundtrack dazu liefern. Ein Kaleidoskop aus Sounds und Tönen und Klängen und den Abgesang zur Erde. Silverman, you produce most of the sound. You have to produce a lot in advance of the whole gig. Is that difficult to do, or is that a mutual setup? It takes a lot of time to prepare, but as you can see, it's there. That's where it works. Yeah. Where do you get your sounds from? Do you produce them especially yourself, or do you sample as well from like recordings? I sample from anything I can get my hands on. Do you have any guilt feelings about that? No. Also irgendwelche schlechten Gefühle hat er nicht. Silverman ist für den Sound im Hintergrund verantwortlich. Er ist für die Computersteuerung zuständig und er macht die Sounds. Er klaut von allem, was er in die Finger kriegen kann, sagt er. Und er hat überhaupt keine Schuldgefühle. But the tour, your tour this time is very short through Germany. Oh, that's right. It's because we're taking in quite a few countries. Mm-hmm. Where is it leading? Next stop is Italy, then Austria, then France, and then America. In Canada. Russia. Russia? Oh, yeah, we're doing our first show in USSR this year, in Leningrad. Have you prepared something or anything special for that? We're actually developing and refining and writing new things, literally as we go on this tour. So it's impossible to say what it will be like for Leningrad. Isn't it important for people to understand your message? It helps. So, have you prepared something in Russian, for instance? Like we just saw you reading a German poem. Well, alas, my command of Russian is limited to 10 words, which makes it rather hard. I mean, for this particular piece in German, I literally rehearsed and rehearsed and rehearsed. It's almost a straight translation of an English poem. Which I put together with the help of my girlfriend, who is German, and she can, provide the relevant information and the relevant phrasing. Right. So you need a Russian girlfriend soon.
A Russian friend. Ich habe ihn gefragt, den Edward, ob das nicht wichtig sei, die Botschaft auch in der Sprache des jeweiligen Landes rüberzubringen, wenn sie schon so einen Abgesang liefern. Ja, natürlich sei das wichtig und sie sind jetzt unterwegs, unter anderem auch nach Russland und da wird es ein bisschen happig. Wir haben gerade ein deutsches Gedicht von ihm gehört, Der Schrei, das ist eine direkte Übertragung aus dem englischen Song oder Gedicht. Seine Freundin hat ihm dabei geholfen. Leider hat er keine russische, er sucht noch eine, vielleicht wisst er jemand. Okay, thank you very much for this interview. Wish you all the best for the future. When is the next record due? The next record is actually due in 2 weeks. Mm-hmm. That's a mini album on a small Italian label. Mm-hmm. There's a box set coming out in about May or June, which is 3 new albums. Mm-hmm. There is a new Pink Dots official album around about September. Jesus, lots of albums, also viele Platten unterwegs von den Pink Dots. Demnächst in 14 Tagen kommt ein Album raus in Italien, habt's gehört, dann gibt's eine Box. When was the box? That should be the start of the summer. Mm-hmm. Also Anfang Sommer gibt's eine Box mit 3 Platten und im Herbst gibt's dann die offizielle Legendary Pink Dots Platte. Thanks so again. Thank you, Christian. Thank you. Thank you.